Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich war gerade irgendwie Assassin's Creed Origins, ja. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Oh. Ja. Ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Folge ist. Wenn das die letzte Folge ist, dann habe ich mich nicht verabschiedet. In der vorletzten, weil dann hätte ich das nämlich rausgeschnitten. Ich weiß es nicht. Es könnte jetzt zum Ende sein, aber... Mein Junge! Oh. Mein armer Junge! Hast du gesehen, wozu er mich gezwungen hat? Was? Dieses römische Schwein Flavius zwang mich, meinen einzigen Sohn zu töten. Oh Gott. Mein süßer, lächelnder Engel, so voller Unschuld. Oh je. Kühe. Reise in die Kyrenaika. Mhm. Ach, für den gewachsen? Sehr sicher sind wir den gewachsen. Da fällt mir gerade was ein. Fähigkeiten, 3 Stück. Hätte ich gerne auf... Ja. Genau, hier drauf. Ausrüstung gucken wir uns nochmal an. Schild haben wir alles. Ich habe eine Brandbombe. Ich kann andere Schwerter benutzen. 82. Das ist das Stärkste. Was haben wir denn an Bogen? Habe ich den Stärksten? Dann habe ich auch den Stärksten. Oh. Incarnata! Flavius von Kyrene! Oh. Flavius raubte ihren Verstand. Das ist nicht gut. Oder natürlich. Tanzen sie, bis ihre Füße bluten? Halt, Vereruca! Ich bitte dich! Ja, wegen diesen Eden-Dingern. Wegen diesen Eden-Wachen. Bei meinem heiligen Eid, vergib mir! Stimmt. Frieden! Ich bin nicht dein Feind! Wer ist das? Es tut mir leid. Es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxila, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das... Sind arme Bauern aus Siva. Sie standen ihm im Weg. Diese Grausamkeiten des Flavius hier, sie machen mich krank. Er wird nicht aufhören, bis er Rom erreicht. Dann ist auch die Stadt seinem gottlosen Ehrgeiz ausgesetzt. Es sind noch Soldaten hier. Wir müssen vorsichtig sein. Es muss doch jemand überlebt haben. Frauen, Kinder. Scheiße.
Paket! Siste! Mais trop! Et non, mon verre! Ultime code! Tentacet! Ach so, da oben. Wir kommen natürlich die Treppe hoch. Nenet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade. Einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich. Alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet. Ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht. Biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich hab die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Oh. Wirst du Flavius folgen? Ich muss. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Jetzt müssen wir auch noch die beiden jetzt hier auch noch wegbringen. Also, die sind ja schneller als ich. Entschuldigung. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Kar. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Und ich hoffe das. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerüchte, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. Und der nächste auf der Liste. Geht wohl doch noch ein bisschen. Ich denke mal, das wäre jetzt so der Zeitpunkt gewesen, wo man angefangen hätte, diese hohen, also diese Nebenquests zu erledigen, die für hohes Level sind. Aber da wir die ja schon gemacht haben, Entschuldigung. Können wir direkt mit dem Ende halt loslegen. Es ist auch besser, finde ich. Für die Spannung, finde ich, zum Beispiel. Weil vorher war das ja alles erstmal nicht so wichtig. Warte, ich will das ausprobieren. Ob man jetzt die Katzen... Achso, nee, die rennen weg. Und jetzt ist es aber so, dass es schnell passieren muss. Alles zack, zack, zack. Wenn man jetzt natürlich noch ein bisschen hier mit den anderen Quests arbeitet, dann wirkt das ein bisschen blöd.
Idioti. Oran vulimi ti michanaste in excel. Adelefe! Er kam mit einem Stock im Arsch aus Ballagret zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich unser höchst ehrenwerter Magistrat unter Druck, Ägypter? Praxila sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Geht es ihr gut? So gut, dass jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitung. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren, nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus, dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. Ich habe alle Hände voll mit Magistrat Leander zu tun. Er ist überaus korrupt. Doch seine Bande mit Flavius macht ihn unantastbar. Dann zertrennen wir diese Bande. Leichter gesagt als getan. Er hat alle, die ihm gefährlich werden können, bedroht oder bestochen. Simonides könnte helfen, wäre er nicht so ein Säufer. Er war letzte Nacht in Leanders Villa, ist aber nicht zurückgekehrt. Ich könnte ihn suchen. Sehr gut. Ich werde mich an die anderen Magistrate wenden. Such in der Taverne oder im Bordell südwestlich der Arena nach unserem verschwundenen Freund. Wir treffen uns in meinem Haus. Es ist das mit der großen Terrasse an der Hauptstraße. Ich habe jetzt immer gar keine Lust, diese Quest zu verfolgen, ne? Ich werde jetzt auch hier erstmal weitermachen. Anamnesis! Diese Lemboforis. Ulanthanin. Ach so, ich finde und eliminiere Flavius. Oh. Ja, dann guck mal. Dem Feuerspiel fällt der Gruppe des Ägypter in der Zitadelle. Oh, wir haben noch mehr Nebenquests gekriegt. Uiuiui. Ach, heje. Ja, das müssen wir erstmal alles machen, Leute. Das geht ja sonst nicht. Und dann ist Ende, weil finde und besiege Flavius. Oder Typ finde und, töte Flavius, ja. Das geht schief. Oh, du dämliches Kamel, ey. Wow. Voll auf den Kopf gesprungen. Der ist ja perfekt. Ja.
Wow. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich muss das jetzt auch alleine machen. Ah ja. Okay, ich muss schlau vorgehen. Ich habe keine Giftpfeile mehr. Jetzt töte ich ganz schnell den da. Und jetzt öffne ich hier mal alles. Danke. Die Götter segnen dich. Ich muss ihn ehren. Flavius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen. Ich werde seinen Namen an jede Wand zu gütig. Ich danke dir. Hey, halt deine Waffen bereit, klar? Ich deck dich. Bist du Kade? Deine Mutter hat mich geschickt. Bei Isis, bist du das bei Jaquan Siva? Lass mich raus und ich helfe dir, diese Römer zu... Was machst du denn? Du bist nicht so laut, Junge. Könnt ihr klettern? Na toll, das war so klar. Beschützt den Neb! Sie kalte, Kapitis! Hier ist gar nichts. Eine Affenseele. Wenn wir die Pestbeule fangen, ist sie tot. Wir kommen schon klar. So wie immer. Könnt ihr jetzt klettern? Könnt ihr das? Ja, können sie. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Was macht der denn da hinten? Macht erstmal voll den Umweg. Eine Affenseele. Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Uns überrumpelt nichts, Bruder. Ach, wieso kommt der denn jetzt nicht, dieser Kade-Typ da? Bei den Göttern. Bist du verrückt? Kommst du nicht an dem blöden Kamel vorbei, jetzt mal ehrlich? Wow. Sag mal, bist du nicht zu alt für solche Spielchen? Mach's ja ruhig. Pass auf. Hier stimmt was nicht. Hast du was gehört? Wie weit muss ich euch denn jetzt eskortieren? Hallo, wie weit denn noch? Ich deck dich. Sei unbesorgt. Ich verstehe nicht, wie weit ich das jetzt machen muss. Ach so. Ich glaube, da ist irgendwas. Der Hof, von dem du kommst. Ich weiß, was Flavius getan hat. Wie er unserem Volk das Leben aussaugt. Meine Mutter Nenet. Geht es ihr gut? Ja. Praxila brachte sie nach Balagrai. Danke, Bayek. Du beschützt uns sogar so weit weg vom Land unserer Vorfahren. Warum brachten die Römer euch her? Um ihren Hunger nach Krieg und Eroberung zu stillen. Sie haben eine Ballista. Wir laden sie mit einer Substanz von abscheulicher, brennender Verwüstung. Vitruvius, ein römischer Ingenieur oben am Aquädukt, hat sie erfunden. Vitruvius? Ich kenne ihn. Ich kann nicht glauben, dass er so etwas tun würde. Wir sind diese römischen Tyrannen los.
Dann gehen wir nach Vitrovius. Im großen Stand ursprünglich aus Gold. Kleopatras Großonkel verkaufte ihn und ersetzte ihn durch einen neuen aus Glas oder Alabaster. Moor. Ach, das war ja dieser nette Typ, der hier für seine Arbeiter. Vitruvius, wir müssen reden. Was ist los, mein Freund? Ich habe dir geglaubt, dass du dich um die Sivaner sorgst. Und die ganze Zeit werden sie in der Zitadelle gezwungen, an der von dir entworfenen Waffe zu arbeiten. Es ist nicht so, wie du denkst. Folge mir und wir gehen der Sache auf den Grund. Oh. Bayek, versteh bitte, ich war nicht immer so fokussiert auf architektonische Wunder wie dieses Aquädukt. Als hitzköpfiger junger Mann habe ich viele Vernichtungsinstrumente erfunden. Eines davon war eine Art griechisches Feuer. Griechisches Feuer? Eine Substanz mit solchem Potenzial für unsägliches Leiden, dass ich schwor, sie nie herzustellen. Der Feldherr stellt es aber her und zwingt Sivana dazu, seine Ballista für den Krieg gegen ihr Land zu rüsten. Wow. Bis hierhin sollten wir reiten? Das Stück hätten wir jetzt nicht auch reiten können. Verfluchter Stolz! Ich hätte meine Notizen verbrennen sollen. Feldherr Agrippa muss sie gefunden haben. Dann halten wir Agrippa auf. Tu, was dir dein Gewissen befiehlt, Bayek. Aber versteh, dass ich mich nicht gegen einen römischen Feldherrn stellen kann. Meine persönlichen Gefühle zählen da nicht. Finde die Formel und ich werde sie zerstören. Ich will nicht die Opferung Ägyptens verantworten müssen. Jupiter beschütze dich, Bayek. Lass mich, ja, ich wusste es. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, ich muss da hinten rein. Stiehl die Formel vom Feld her. Können wir den nicht endlich mal töten? Der geht mir sowieso schon die ganze Zeit auf den Sack. Andauernd höre ich nur was von dem. Oh. Nein, tot. Oh. Scheiße, ich hab gedacht, das würde klappen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Stante! Mora! Tibiave! Tibianere! Einfach nur schnell hoch. Einfach mal weg. Stehlen. Oh. Von ihm stehlen. Jetzt kann ich mir wieder das gegen. Ich mache erstmal den da hinten platt. Ich hab wieder alles. So, Ausrüstung hätte ich gerne. Giftpfeil.
Okay, das funktioniert nicht. Okay. Das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Das war nicht schlau von mir. Okay, ich muss das jetzt. Sire versus Fueris, conem opto amici. Hochala. Ja, geh doch da weg. Feuer gefangen. Oh, das kann ich auch, du Wichser, ey. Weißt du was, du kleiner blöder Wichser, ne? Das kann ich auch, das Spiel. Oh, 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 geh weg da. Baye, geh weg. Geh doch weg, Mensch. Feuer gefangen. Hallo, hallo. Ach, du bist nur ein Bogenschütze. Ja, die krieg ich auch so klein. Jeder, der sich mit Monstern und Dämonen verbündet, wird sterben, Feldherr. Die Formel wurde benutzt. Ich zerstöre den Bestand des griechischen Feuers. Okay, wie komme ich da jetzt durch? Ich muss runter. Campana!
Hä, wo soll das denn sein? Ah ja, ich verstehe. Geht das so? Einer ist tot und noch zwei. Also eins ist weg. Jetzt sind noch. Ach Leute, ich muss sowieso Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.